Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Jetzt ist es genau so gekommen, wie ich es gestern vermutet habe. Und zwar, der Bitcoin ist nach unten gegangen, die Liquidität bei 59.000 US-Dollar wurde abgeholt und jetzt ist er wieder gerade zum Zeitpunkt über 60.000 US-Dollar. Die Frage, die es jetzt stellt, ist, war das der letzte Washout und geht es jetzt nach oben? Wir werden uns die Lage rund um den Bitcoin in diesem Video genau anschauen. Zunächst erstmal zur Makrolage. Da sind jede Menge frische Daten aus Europa, aus den USA und aus China rausgekommen. Die schauen wir uns zuerst an. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei den Fische machen. Gehen wir rein. Und wir starten mit frischen Daten aus Deutschland. Ich hatte es gestern im Video schon gezeigt. Jetzt hat es heute Morgen das Statistische Bundesamt nochmal bestätigt. Und zwar die Zahl der Regelinsolvenzen sind im September um 13,7% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Mit Ausnahme vom Juni liegt die Zuwachsrate seit Juni 2023, also seit fast anderthalb Jahren, im zweistelligen Bereich steigen die Insolvenzen. Wie abgefahren ist das? Und jetzt sehen wir es hier auch nochmal grafisch. Im Prinzip ein Trend. Es geht nach oben. In good old Germany ist das nicht schön. Wir halten fest, 3,5 Jahre sensationeller Trend. Und ich würde sagen, das grüne Wirtschaftswunder, das wirkt auf jeden Fall. Also wir halten fest, in Deutschland geht es nach oben. Schauen wir weiter. Jetzt kommt das IFO-Institut mit einer weiteren Meldung heute Morgen für den Immobilienmarkt raus. Und zwar der Auftragsmangel im Wohnungsbau hat sich verschärft. Jetzt kommt der absolute Hammer. 52,9% der Unternehmen berichten im September davon. Also 52,9% der Unternehmen berichten von einem Auftragsmangel. Ja? Und im August waren das schon über 50%. Ja? Wir sehen es hier, der Auftragsmangel, er steigt und steigt und steigt. Der Immobiliensektor steckt in einer ordentlichen Krise. Und trotz der sinkenden Zinsen, ja, geht es hier immerhin zumindest nicht mehr weiter bergauf, sondern das Ganze pendelt sich ein bei einem Auftragsmangel, wo über 50% der Unternehmen, also jedes zweite Unternehmen, im Prinzip sagt, trotz der sinkenden Zinsen haben wir einen Auftragsmangel. Unterm Strich muss man auch sagen, das Ganze ist natürlich nicht sonderlich verwunderlich, denn in Deutschland wird ja mit Bürokratie und allen möglichen Regelungen den Leuten entsprechend auch dieses Immobilieninvestment nicht unbedingt erleichtert. Ja? Und da kommt man dann eben mit einem Heizungsgesetz, mit anderen Klimagesetzen und Vorschriften und vermiest den Leuten die schöne Immobilie, ja? Das Immobilieninvestment. Aber der gute Wirtschaftsminister hat ja gesagt mit dem Heizungsgesetz, ne, ja klar, du hast dich zwar verschuldet und hast da fünfstellige Kreditbeträge aufgenommen und so weiter und hast Investitionen in deine Immobilie getätigt, ja, wegen dem Heizungsgesetz, was wir dir vorgegeben haben. Aber wo man merken, die Leute werden da immer unzufriedener, da sagt doch glatt der Wirtschaftsminister, und zwar das mit dem Heizungsgesetz, das war nur ein Test. Wir wollten nur mal schauen, wie weit wir gehen können. Das sind die Worte des Wirtschaftsministers, nachdem die Unzufriedenheit in der Bevölkerung und bei den Investoren bezüglich den Vorschriften, was die Immobilieninvestitionen angeht, explizit sei hier das Heizungsgesetz angeht, immer schlechter wird. Ja? So viel dazu, ist aber nur ein Test gewesen. Tut mir leid, dass du jetzt verschuldet bist. Also darfst das nicht so ernst nehmen. Seh das positiv.
Gehen wir weiter und jetzt kommt hier die Meldung raus und zwar mehr Kredite dank Wirtschaftslaute. Ampel will 5 Milliarden mehr Schulden machen. Also 5 Milliarden möchte man jetzt zusätzlich an Schulden machen, um die Wirtschaft so ein bisschen anzukurbeln. Ne? Und hier schreibt die Bild, mehr Kredite dank Wirtschaftsflaute. Also das ist natürlich eine Logik. Ne? Also wenn Wirtschaftsflauten erzeugen nämlich Kredite, neuerdings. Ja, aber jetzt um diese Zahlen von 5 Milliarden mal für die deutsche Wirtschaft einzuschätzen, schau mal doch einfach mal auf weitere Zahlen und wir schauen hier mal das Statistische Bundesamt offizielle Zahlen zum Ukraine-Krieg, militärische und finanzielle Unterstützung und wir sehen hier, Deutschland hat hier im Prinzip Mittel von 23 Milliarden an die Ukraine geschickt, ja, die dann natürlich wieder zurückgeflossen ist in die ganzen Rüstungsfirmen aus Deutschland, aber auch aus den USA, ne, und da natürlich Umsatz und Gewinne erzeugt hat für die entsprechenden Investoren. Aber ist egal, dafür investiert man 23 Milliarden. Und jetzt schauen wir hier nochmal runter und da steht, bei einer Berücksichtigung der EU-Beteiligung, also Deutschland hat ja auch Mittel über die EU freigegeben, summierten sich die deutschen Unterstützungen an die Ukraine auf rund 41 Milliarden Euro. Ja? Und wir sehen hier, das ist ein top aktuelles Statement vom Statistischen Bundesamt. 41 Milliarden Euro an deutschen Steuergeldern wurden rüber überwiesen an die Ukraine und für die deutsche Wirtschaft hat man 5 Milliarden. Ja, das ist doch wirklich gut. Jetzt mal meine Frage an dich von den 41 Milliarden Euro. Da ist mal meine Frage an dich und zwar, wie viel davon wurden eigentlich in Diplomatie investiert? Ach, gar nichts. Jetzt verstehe ich das. So, na, das ist natürlich ein sensationell gutes Investment. Was ist denn das Resultat von diesem Investment? Was ist denn da der Output? Ach, 700.000 tote Ukrainer. Das ist ja ein hervorragendes Investment, eine vollkommen zerstörte Ukraine. Das ist das beste Investment, das eine Bundesregierung in Deutschland jemals getätigt hat. Das ist ja ganz klar. Aber dementsprechend kann man sagen, okay, 41 Milliarden für die Ukraine, 100 Milliarden nochmal Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja, Sondervermögen. Man möchte eigentlich sind es ja Sonderschulden, aber wir verkaufen das nach außen, Sondervermögen. Ja, und gleichzeitig, aber für die deutsche Wirtschaft, naja, die ist ja jetzt nicht so wichtig für die Bevölkerung. Also strengt euch mal ein bisschen an, wir motivieren euch und da geben wir euch noch 5 Milliarden, dass ihr hier wieder vorwärts kommen. Ist ja ganz klar. Ja? Also nur um die Größenordnungen mal ins Verhältnis zu setzen. So sind die Präferenzen der Bundesregierung. Und dementsprechend ist auch kein Wunder, dass die deutsche Wirtschaft einstürzt und demzufolge auch die Inflation kollabiert, ja, also nach unten geht, ja, weil die Nachfrage, der Konsum natürlich zurückgeht, weil die Deutschen das im Geldbeutel merken und die Inflation kam jetzt raus für die deutsche Wirtschaft bzw. für Deutschland insgesamt von 1,6%, entsprechend den Erwartungen und das Ganze in, ja, im Prinzip keine Veränderung zum Vormonat. Also, so viel dazu. Die Kerninflation ist bei knapp 2%, also 1,8%. Unterm Strich klar, dass die Inflation zurückkommt, wenn die ganze Wirtschaft einbricht und die deutschen Konsumenten natürlich dann früher oder später das auch zu spüren bekommen. Ja.
Schauen wir weiter nach China und was wir hier sehen. Für das Meeting am Samstag, nämlich morgen, erwarten die Investoren 283 Milliarden US-Dollar an neuem Stimulus. Also ungefähr so viel, wie man schon vor ungefähr 10 Tagen an Stimulus freigegeben hat. Und das Ganze hat ja gehalten für eine krasse Rallye nach oben beim CSI 300, beim Hang Seng Index und so weiter und so fort. Aber das hat nur ein paar Tage angehalten und dann ging es schon wieder etwas nach unten mit der Korrektur. Ja? Und ja, diese Korrektur ist nicht so gut. Ich würde sagen, wir stimulieren nochmal mit knapp 300 Milliarden. Müssen wir natürlich abwarten morgen, ob es dazu kommt. Ja? Das ist zumindest die Erwartung der Investoren. Ja? Also es wird hier Spiritus aufs Feuer gegeben, sozusagen, wenn man so will. Ja. Wenn die Wirtschaft nicht läuft, schmeiß den Money Printer an, dann wird das schon, ja, früher oder später. Das ist immer die Lösung. Gehen wir rüber zu unseren besten Freunden aus den USA und wir sehen hier, die Inflationsdaten aus den USA sind gestern rausgekommen und die Headline-Inflation war etwas über den Erwartungen mit 2,4%, die Erwartungen bei 2,3% und allerdings ja, etwas unter dem Vormonat von 2,5%. Die Kerninflation auch über den Erwartungen etwas heißer bei 3,3% und über dem Vormonat. Wenn wir uns das Ganze grafisch anschauen, ja, dann sehen wir im Prinzip, ja, die Kerninflation kommt hier nicht runter. Also ohne Lebensmittel und Energie sehen wir, dass die Inflation noch auf einem höheren Niveau verharrt. Die Headline-Inflation hingegen, die ist schon runtergekommen auf 2,4%, kommt jetzt so langsam in den Zielkorridor von 2%, wo man sie ja eigentlich haben will. Aber da wird sie aus meiner Sicht nicht lange bleiben. Warum? Weil die US-Regierung, die neue Regierung, die dann reinkommt, natürlich auch einen guten Start haben möchte. Und wie legt man als Regierung einen guten Start hin? Mit fiskalpolitischen Maßnahmen, mit dem Money Printer. Und dementsprechend wird die Geldmenge natürlich weiter ausgeweitet, geht auch gar nicht in dem schuldenbasierten System, in dem man drin ist. Und ja, auch die Geldpolitik von der geldpolitischen Seite werden ja die Zinssenkungen dazu beitragen, dass auch die Banken wieder mehr Kredite schöpfen und das trägt auch zur Ausdehnung der Geldmenge bei und wird zu einer weiteren Inflationswelle früher oder später führen, mit einem gewissen Timelag natürlich. Schauen wir auf den Arbeitsmarkt und hier kamen die Arbeitsmarktdaten in den USA raus mit 258.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die waren höher als die Erwartungen und zwar schon ordentlich höher und über dem Vormonat. Und da ist die Frage, wie viel davon aufgrund des Hurricanes Helene schon drin ist. Das müssen wir natürlich abwarten. Aber das sind definitiv Daten, die wir jetzt in den nächsten Wochen näher beobachten müssen. Ja? Vor allem auch die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung weisen darauf hin, dass es nicht alles nur durch den Hurricane Helene entstanden ist, sondern möglicherweise auch schon davor. Also, weil hier sehen wir ja auch, die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung waren über den Erwartungen und über dem Vormonat. Also, Arbeitsmarkt ist eine Sache, die wir weiter beobachten müssen. Stand heute, alle Daten, die wir über den Arbeitsmarkt haben, noch keine Sorge, hier nervös zu werden. Insgesamt das BIP-Wachstum in den USA ist noch weit entfernt von einer Rezession und die Berichtssaison fängt ja auch heute an für die Unternehmen, für das dritte Quartal und ich bin da grundsätzlich positiv gestimmt. Ja? Müssen wir natürlich abwarten, wie es das Ganze entwickelt. Gehen wir rüber zum Bitcoin und gestern gab es diese Korrektur auf 59.000, 58.800 um den Dreh und dann ging es wieder nach oben relativ schnell, dann auch wieder auf über 60.000. Wir sehen es, wenn der Bitcoin schlecht performt, performen auch die ETF-Kunden schlecht. Abverkäufe von 81 Millionen. BlackRock, der vierte Abverkaufstag von BlackRock jemals seit Start des ETFs. Allerdings nur 10 Millionen, nicht sonderlich stark.
Fidelity 33 Millionen und ARK Invest vielleicht noch erwähnenswert von 30 Millionen. So, schauen wir mal rein in die Korrektur von gestern und da sehen wir, ja, es ging dann schon hier relativ schnell nach unten und hier sehen wir es 58,8. Ja, ich hatte ja gesagt, 59 können wir die Liquidität erreichen, beziehungsweise die Liquidität wird bei 59 abgeholt, 58,879 sind es dann hier geworden und dann kam wieder der Anstieg auf jetzt über 60.000. Das Open Interest, wenn wir uns das mal anschauen, war hier bei 18,9 Milliarden und ging dann runter auf 18, ja, also knapp, ja, da wurde ordentlich Open Interest rausgespült, knapp eine Milliarde, wenn man es so will. Ja. Was natürlich gut ist, ja, dass die gehebelten Positionen da ein bisschen rausgespült werden, weil wir wollen ja nachhaltige Anstiege durch Spotkäufe idealerweise. Ja. Was sehen wir noch? Wir sehen, dass gestern von den Short-Term-Holdern die zittrigen Hände hier Bitcoin verkauft haben. Und zwar genau 24.100 Bitcoin wurden in den letzten 24 Stunden von den Short-Term-Holdern, also den etwas unerfahreneren Investoren, verkauft. Und was wir aber auch sehen, kein Grund zur Sorge, das Ganze war schon Anfang Oktober der Fall und auch im September und wenn wir das Ganze vergleichen mit beispielsweise Anfang August, ja, da war ja die Enthebelung des Yen Carry Trades, dann sehen wir, naja, das ist jetzt noch lange keine Panik, eine kurze Korrektur, immer schön locker durch die Hose atmen. Gehen wir weiter, viele sind jetzt enttäuscht, naja, wir haben den 11. Oktober und es geht hier nicht bergauf, sondern eher bergab. Okay, schauen wir mal zurück ins letzte Jahr und was sehen wir hier? Das hier sind übrigens die Wochenkerzen und wir sehen, die ersten zwei Oktoberwochen waren negativ und danach ging es erst nach oben. Ja? Was sehen wir jetzt? Die ersten zwei Oktoberkerzen sind Stand heute negativ. Ja? Und dementsprechend würde ich sagen, den Oktober noch nicht komplett abschreiben. Ja? Ich bin hier grundsätzlich, tut mir leid, positiv gestimmt. Ja? Wie auch insgesamt für das komplette vierte Quartal. Schauen wir auf die Altcoins. Ja, und die Altcoins haben sich sehr, sehr gut gehalten in diesem Abverkauf der letzten 24 Stunden. Wenn wir die Altcoins anschauen, das hier sind die Wochenkerzen, dann sehen wir, wir waren in einem siebenmonatigen Abwärtstrend, haben dann den Breakout aus dem Abwärtstrend Ende September geschafft. Jetzt kommt die Korrektur, der Retest sozusagen Anfang Oktober und das spricht für ein Szenario, dass es nach oben geht möglicherweise. Ja, muss nicht so kommen, aber könnte sein. Schauen wir hier unten auf den MACD und hier sehen wir auch, dass es hier, dass der MACD hier vor einem bullischen Crossover steht. Also es sieht nicht so schlecht aus. Heißt nicht, dass es so kommen muss, aber die Indikatoren sehen nicht schlecht aus. Ja, nicht verzweifeln, nur weil der Bitcoin sich hier etwas Zeit lässt. Ja, ich weiß, es ist eine Geduldsfrage im Moment. Was sehen wir noch, wenn wir am Ende auf die Heatmap schauen? Und zwar, hier wurde die Liquidität abgeholt, wie ich es ja vermutet hatte im Prinzip. Auch die 57.000 wurden Stand jetzt noch nicht abgeholt. Ich gehe auch davon aus, dass, ich würde sagen, das wahrscheinlich nicht abgeholt wird. Es sei denn, es kommt nochmal zu einem größeren Liquidierungsevent, was ich jetzt so aktuell aus den Charts nicht erkennen kann. Ja? Und von daher gehe ich davon aus, tut mir leid, ich bin im Zweifel immer bullish. Und zwar, dass wir jetzt die Trendwende nach oben hinlegen. Ja? Heißt natürlich nicht, dass ich richtig liege, das ist nur meine Einschätzung. Ja? Im kurzfristigen Zeitfenster kann es trotzdem auch Korrekturen geben. Das war es von meiner Seite aus. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen dieses Video sehen.
Außerdem kannst du das Video teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem MyPrinter. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.